Taking their sleep. Squeezing his foot. No more piss. Chancellor Merkel. Not to the Ich glaube, heute steht im Zentrum der Debatte ein Paket für Wachstum und Beschäftigung. Daran haben wir jetzt bei allen Räten in diesem Jahr gearbeitet, im Januar, im März und heute. Und ich denke, heute ist es reif dafür, dass wir es verabschieden können. Und ich werde mich jedenfalls dafür einsetzen und habe ja auch von zu Hause dafür aus dem Deutschen Bundestag eine klare und breite Unterstützung. Herzlichen Dank. Buenos días, presidente. Claro, estamos financiándonos a unos precios demasiado elevados y hay muchas instituciones públicas españolas que ni siquiera pueden financiarse. Bueno, este es el tema capital. Und dann müssen wir uns über das Thema Wachstum unterhalten. Das ist gleichbedeutend wichtig mit dem Thema Haushaltskonsolidierung. Ein Ziel, das nicht zur Verfügung gestellt werden darf. Wir brauchen Haushaltskonsolidierung, wir brauchen auch Wachstum. We have to be open-minded when looking at the future of Euro area and future of the EU. But it doesn't mean that we should mutualize liabilities, because the EU and the currency zone must be based on fairness. And fairness means that we have to have a common rules in which everybody is taking their share of the responsibility. I think we have many crises at the same time. It's still a financial crisis. It can only be dealt if you bring forward the actual amount of the potential losses and show the market how you will deal with it. The problem is that that has not fully been done. It's still a competitiveness crisis. Yes, there has been some reform, but it's probably not enough. And it will take even further reforms. Yeah.